Hallo, GameOne.de Investigativ. Etienne und ich werden jetzt auf eine große Abenteuerreise gehen. Das größte Abenteuer, das man hier auf der GC haben kann, Diablo 3 sehen. Überraschenderweise wurde es angekündigt und es hat sich aber schon rumgesprochen wie ein Lauffeuer und dementsprechend lang sind die Schlangen vor der Diablo 3 Booth, wie es so schön heißt. Ich glaube, durchschnittliche Wartezeit circa 3 Stunden. Ist bei deiner Mutter auch immer so lang, ne? Ich kann sowas nicht. Komm, wir gehen schnell spielen. Da lachen sich die Leute in der Diablo-Schlange drüber kaputt, ja? Das ist nichts. Weiter geht's. Da sieht man schon das StarCraft 2-Schild, ne? Auch das ist ja... Ist was Feines. Pass auf, ja. Jetzt kommen wir zum... Neuesten Spiel von Konami. Warum tust du das? Warum? Warum? So, da ist der Diablo 3 Stand. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Wir gucken uns mal die Schlange an. Da ist noch was. Hier. Da noch. Da ist noch was. Da. Hier. Da. Da ist auch noch was. Hier. Hier. So. Wir kommen jetzt zum Diablo 3 Stand. Hier ist der Presseeingang, da gehen wir gleich rein. Aber wir zeigen euch mal, wo ihr reingeht. Wo ist der Presseeingang? Warte, zeigen wir gleich. Komm hier. So. Hier beginnt die Schlange. Das sind die Jungs, die offiziell die Arschkarte haben. Ungefähr, ich sag's euch, 4 Stunden. Macht ihr aber, oder? 4 Stunden, kein Problem. Ja, warum? Wird durchgezogen. So was von. Für das Spiel macht man das gerne. Aber jetzt wollen wir natürlich keine Enttäuschung da drin haben, ne? Enttäuschung wäre jetzt scheiße. Also, das sind die Hardcore-Fans. 4 Stunden anstehen, Jungs. Ich bedauere euch ein bisschen, aber wir gehen weg. Wir gucken uns jetzt mal ein paar andere an, denen es schon ein bisschen besser geht. So, Achtung. So. Ab hier Wartezeit 2 Stunden. Wo ist der Budi? Ab hier Wartezeit 2 Stunden. 2 Stunden? Ja komm, lass mal anstellen, ne? Mein Gott. Ach, guck mal, das Kollegen ist, von der Entity. Ja, wir. Ja, nee, nicht unterbrechen, das ist nicht nett. Aber wir können mal dran vorbeigehen. Ja, die anderen sind hängen geblieben, ne? Diablo 3 ist auf jeden Fall so ein großes Thema, dass alle Leute hier drüber berichten wollen. Aber wir gehen gleich einfach rein, das ist das Angenehme, ne? So, wollen wir nochmal nach vorne gehen? So, wir gehen mal. Weiter nach vorne. Ja, jetzt wo das so voll ist, ne, fällt es einem fast nicht auf, dass man gar nicht in Leipzig ist. Mal, wir fragen mal ganz kurz, wie lange die Leute hier schon anstehen. Entschuldigung, wie lange steht ihr jetzt schon an? Weiß nicht, anderthalb? Anderthalb oder zwei? Anderthalb, 2 Stunden. Anderthalb bis 2 Stunden, das geht noch. Das Lustige ist, wir waren schon drinnen, was die Leute, die hier stehen, nicht wissen, ist, dass da noch nicht der Eingang ist, sondern drinnen, das ist kein Scheiß, werdet ihr nochmal so ums Eck geleitet. Also ich sag mal noch 1 Stunde ungefähr. Ist das cool? Okay. Alles klar. Ich gehe mal vor und handel für euch ein bisschen mehr raus, okay? Alles klar. 55 Minuten oder so. So. Hier wird es nämlich jetzt richtig krass. Das ist alles noch Schlange. So, und normal würde man ja denken, wenn du hier bist, hast du es geschafft. Ja, sollte man, ne? Aber da drinnen geht es noch einmal so einen Kreis rum. Das heißt, es ist ungefähr Halbzeit hier. Das ist groß, das ist echt wie auf dem Themenpark hier, ne? Wie bei Disney World. So, ich würde vorschlagen, wir kürzen das aber ab, weil wir Diablo 3 spielen müssen. Jetzt, sofort. Okay, was wir jetzt machen, wir stellen uns natürlich nicht hinten an, sondern wir versuchen mit unserem Presseausweis
durch den Hintereingang zu kommen. Was natürlich jeder Pressefuzzi auch versucht. Keine Ahnung, ob es klappt, aber wir versuchen es einfach. Kommt mal mit. Wie lange steht man hier ungefähr an? Weiß noch nicht. 2 Stunden? Grüß an Game. Dankeschön. 2 Stunden? Nee, dann lass uns den Presseeingang nehmen. Komm. Na Jungs? Wie lange wartet ihr jetzt hier so? 2,5 Stunden. 2,5 Stunden? Knapp 2 Stunden. Knapp 2 Stunden. Geht doch. Geht doch. 2,5 Stunden. Und ich mache euch ein Angebot. Kennt ihr das Spiel hier, wie heißt das mit Jörg Dringer und dem Zonk? Geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze. So. Wieso? Wir dürfen hier nicht filmen. Aber auch nicht eure Leute. Okay. Dann machen wir das Spiel ein andermal. Ich hätte euch einen Umschlag angeboten, wenn ihr jetzt mit rausgeht. Pech gehabt. Ja, wir dürfen nicht filmen. Wir machen jetzt die Kamera aus, sonst werden wir zusammengeschlagen. Zu spät.